Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Projekt mit dem Tobi. Wir spielen heute nämlich nach Kingdoms Reborn, spielen wir jetzt Craftopia. Tolle Topi. Ja, ich habe schon mal Singleplayer gespielt vor Ewigkeiten, privat für mich mal ausprobiert. Hat mir da schon wahnsinnig Spaß gemacht, soll auch wahnsinnig gut sein. Sieht ein bisschen aus wie Zelda Breath of the Wild, ja, der Mundgeruch der Wildnis. Und ich hab's aber noch nie Multiplayer gespielt. Ich weiß auch nicht genau, ich sehe hier das Motorrad im Vordergrund und das Flugzeug, da was drüber fliegt. Da kommt also noch mehr als das, was ich überhaupt gesehen habe. Ich habe nämlich auch nur hier das Schwertchen und so gehabt und das war's. Das sieht schon sehr interessant aus auf jeden Fall. So, hier Old Man Murphy war mein alter Charakter. Ich mach mal einen neuen. Die Frage ist, muss ich jetzt auch hier einen Charakter wahrscheinlich erstellen. Ah, ich könnte auch meinen alten einfach nehmen. Okay, ich delete den aber mal. Okay, ich schau mal. Okay. Jetzt weiß ich, warum der Old Man Murphy hieß. Okay, warte. Nimmst du den alten Mann-Skin wahrscheinlich, ne? Ich habe gerade den Frauen-Skin mit dem alten Mann-Gesicht. Sieht gut aus, Tobi. Du möchtest mich bestimmt immer anschauen. Ja, ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich mache das mal nicht. Warte, ich guck mal. Ich werde ein Bube sein. Kann man die Haare vielleicht mal? Die irritieren mich immer ein bisschen. Das sieht mal zu schön aus. Ein Bart kann man nicht haben, oder? Ich glaube nicht, nee. Tatsächlich nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, Beard coming soon, Face Paint coming soon. Okay, das kommt alles noch. Ist gerade nur Early Access, ne? Man sieht's ja auch. Craftopia is still in Early Access. There's a chance you will encounter bugs. Also, ich hoffe doch. Ich bitte darum. Oh, man kann später tatsächlich auch Human und Elf machen. Oh und ja, ich sehe schon. Kommt auch später. Sex, ja bitte. Man, Woman, Unknown. Not. Achso, habe ich gar nicht. Geschlecht habe ich überhaupt nicht, Tobi. Okay. Demon. Okay, Demon, okay. Ist im Grunde genommen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Rolle spielt hier überhaupt. Also, inwiefern das eine Rolle spielt. Ich glaube nicht. Ist das von einem japanischen Entwickler das Spiel? Ich würde fast darauf. Also, zumindest asiatischer Raum, würde ich wetten. Okay. Wirkt zumindest so, ne? Nintendo. So, ich mach mal. Ah, ich bin unsicher. Das hier passt eigentlich mehr zu mir. Aber ich nehme mal ein bisschen Urlaubsbräune, nehme ich mal mit. So, hier kann ich mal von allen Seiten angucken. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Huch. So, okay. Tobi, ich bin ein jugendlicher Jugendmann. Man kann ja eh nicht so viel ändern. Also, da bleibt nicht so viel aus. Mhm. Ich bin ein sehr schöner Junge. Bitte verlieb dich nur ein bisschen in mich. Das wird leichter, als ich denke. So. Ja, das muss es werden. Gut. Tobi, ich bin raus aus dem Charaktererstellung. Hab einen roten Knopf vor mir. Ja, drück den mal. Das ist schön laut. Okay, okay. Now, test complete. All. Was? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich hab... Hä? Warum explodiert die Welt? Ich hab's weggedrückt, weil das so tierisch laut war. Das geht ganz schnell einfach nur. Welt explodiert. Ah, okay, dann hab ich doch nicht weggedrückt, dann war es aber schon fertig. Ja. Huch, warte mal, hier ist bei mir irgendwie so eine Frau mit Geweih. Aha. Willkommen, Affenjunge. Erinnerst du dich an die... Achso, wo bist du denn gerade, Tobi? Wenn ich jetzt hier vorlese, bist du da auch gerade? Nee, bei mir steht jetzt einfach John via IP, via Steam oder Host and Play. Achso, dann hast du hier, glaube ich, irgendwas verpasst. You don't remember, I see, to be assessed. Also wir haben auf jeden Fall die Erde zerstört, Tobi. Du hast bei dir eine Erde zerstört, ich bei mir eine zerstört. Und die wussten aber schon, dass die Erde auf jeden Fall zerstört wird. Und die Menschheit hat einfach das Feuer geholt, hat die Wälder geleert, hat die Industrie entwickelt und ist immer gediehen. Und dann haben wir die Erde aber zerstört, Tobi. Du und ich gemeinsam. Ja, aber nur um sie wieder aufzubauen nach unserem Gutdünken. Natürlich, der gute Gott Krael hat nämlich entschieden, uns noch eine weitere Chance zu geben, der Menschheit und uns. Ja? Und Krael ist ein Ehrenmann. Genau, und wir beide, Tobi, du und ich, wir beide, wir dürfen Craftopia jetzt wieder aufbauen. Wir werden Drachen besiegen, wir werden legendäre Waffen tragen, wir werden große Monumente bauen und bald schon werden wir das Geheimnis dieser Welt erfahren. Mhm. Ja?
dass sie sich alle 100 Jahre wahrscheinlich selbst zerstört. Das Interessante ist, hier geht ein Pfad auf zu einem Tor, aber hier gibt es noch mehrere Tore, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist nur eines, oder? Ich bin mir unsicher. Okay. Dann gehe ich mal, den Weg nach Graf Tobia. Mal gucken. Major Update Hell has been released. Sehr große Schrift. Early Access. Okay, ja, es gab gerade ein neues Update. FAQ, das sparen wir uns mal. Und dann Join via IP, Join via Steam. Ich glaube, du musst Host und Play machen, ne? Und ich kann dann via Steam connecten. Ich Host und Play mal, ich mache eine neue Welt. Wie soll ich die Welt denn mal nennen? Oh, Erik, das weiß ich nicht. Wie soll ich unsere neue Erde nennen, Tobi? Ohne Menschen, Eva. Ich nenne sie Brasilien. Oder warte, ich mach... Einfach Erde. So, ich glaube, ich hab's. So. Okay, enable simple connection. Disabling this would require you to configure port warding. Nee, das wollen wir nicht. Das müsste eigentlich gehen. Du müsstest mir gleich joinen können. Das ist toll. Ja, ein Träumchen. So, warte. Warte. Sekunde, er lädt gerade oder erstellt vielleicht gerade die Welt. Ich weiß nicht genau. Nein, das hat bei mir auch gerade ein bisschen geladen. Ich weiß nämlich nicht, ob die Welten erstellt werden oder ob die random generated oder ob das immer dieselbe ist. Das weiß ich nicht. So, ich bin in der Welt. Eine Insel fliegt. Menschen stehen. Ich connecte. Erik, ich connecte. Connecte mal. Ich laufe hier inzwischen rum und probiere mal Sachen aus. Ich habe gerade im Tutorial Leute verprügelt. Ich hoffe, das ist okay. Ach, du warst schon im Tutorial. Alles klar, okay, ja. Ich hab die aber nur verprügelt. Die Tutorial-Frauen da. Männer, Frauen. Bias. Entschuldigung, ich wollte das Spiel ausprobieren. Das ist doch Tutorial. Das stimmt. Kann ich näher ranzoomen? Nee, geht nicht. Oder? Nee? 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 Okay, näher ranzoomen geht nicht. Buildings and vehicles placed on the ground. Heißt du Gretchen? Vielleicht. Okay, Tobi. Tobias? Tobias? Guck genauer hin, Erik. Guck genauer hin. Bevor du hast es getan. Du hast es getan, ne? Du hast es getan. Warte, kommst du mal gehst du mal ein bisschen in die andere Richtung weg von mir? Nur mal ein bisschen. Stopp. Oh, jetzt noch ein bisschen zurück und dann wieder weggucken. Jetzt weggucken. Alter, Tobi, du bist so ein Hässlohn, ne? Na, mein Junge, komm mal ran. Nee. Kommen Sie mal her, junger Mann. So, wollen wir Tutorial weglassen? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, weil... Die verlieren Eier, wenn man die tötet, ne? Das sind zehn Fenster. Also zehn Sachen, die wir uns anhören müssen. Können wir jederzeit wieder machen. Oben rechts steht Climb a Wall, Punch Trees. Also oben rechts steht, was wir machen müssen. Ja. Oben rechts sind unsere Missionen. Die verlieren Eier, wenn man die tötet. Wer verliert Eier, wenn man die tötet? Die Tutorial-Menschen hier. Warum haben die überhaupt Eier? Und wieso kann man die auch töten? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Also gut, die eine ist runtergesprungen und ist dann ertrunken. Da konnte ich jetzt wenig für. Ist sie freiwillig gesprungen, Tobi? Das ist ja nochmal der Unterschied. Ja, natürlich. Ich habe die noch nicht runtergeschubst. Okay. Oh, ich habe Salt und Pepper. Ich weiß nicht, was das ist. Oder da schwimmen Fische. Fische? Kann ich die... So, oh, Holz. Warum kann ich keine Fische totprügeln? Oh, das erinnert mich an alte Zeiten. Bäume verprügeln. Okay. Du hast bei mir einfach keine Animation, Alter. Nee? Nee. Ich verprügel gerade den Baum. Oh, ja. Dann kommt die nächste Quest direkt. 30 Holz sollen wir sammeln, aber ich glaube nicht so, ne? Jetzt noch einen Stein hauen, 5-mal. Ich mach mal die Missionen, die da oben stehen, ne? Alter, ja. Ich hab Hände aus Stahl, Tobi. Ich hab Hände aus Stahl. Oh, Junge. Boah. Find ich gut, Erik. Also Steine sammeln ist schneller als Bäume sammeln. Sammelst du gerade meinen Stein? Nee, leider nicht. Geht nicht, ne? Okay, Gott sei Dank. Huch! Schade. Tobi! Oh. Ja, ich hab Hände aus Stahl, Erik. Tobi, was ist denn da los? Ich hab
Hände aus Stahl. Tobis Fäuste heißen Dampf und Walze. Oh, man hat aber Hunger, ne? Unten sehe ich gerade, es gibt eine Hungeranzeige. Oh ja, 87%, das ist nicht gut. Achso, 30 Stones habe ich schon und danach ist 1000 Stones. Okay, das lasse ich mal. Im Inventar, wenn ich meinen Charakter sehe, möchte ich kotzen. Willst du noch einen neuen machen? Noch hast du die Chance. Nein, Quatsch, alles gut. Ja, schade, ich wollte dich ein bisschen angeilen, aber immer wenn ich ein Gesicht sehe... kannst du mir ja eine Maske craften. Weil untenrum geht ja eigentlich, ne? Ja. Man darf ja auch nichts mehr sagen. Ich will nicht, dass Twitter brennt. Nee, ach Quatsch. Tobi, auch du bist schön. So, okay, was brauchen wir hier für Stein? Das mache ich. So, und dann nochmal die hier. Kraft. Alter, Tobi. Hände aus Stahl, Erik. Wie der wegräumt. Nicht mal eine Unterhose, aber fett Spitzhacke, weißt du? Okay, das geht sehr... Boah, was ist denn mit den Questanzeigen? Break 70 Millionen Stones. Was? Ja, guck mal, die Questanzeige rechts, ist sie bei dir nicht so? Nee. Ach, nee, noch nicht. Destroy 10 Rocks, Break 100 Stones, 200, 500.000. Was hier? Genau. Oh. Das Schaf ist gerade vor meinen Augen gestorben, nachdem ich hier die Axt in den Kopf gehauen habe. Hä? Komische Reaktion, undankbare Reaktion von dem Schaf. Ja, aber echt. Finde ich ein bisschen schade. Naja. Was erwartet man von dem Schaf? Sonst wäre es ja auch ein Mensch geworden. So, okay, also ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nur grinden, ne? Also das war jetzt nicht, was ich wollte. Ja. Oh, ich habe Level 2. Ja, Dido. Amerikanische Tastatur, du musst mit Z. So, Dodge Action, Tier 1, okay, Combat, Weapon Polishing, Magic, Living. Oh, Trick, Play Dead. Okay. Heal. Ja, ich mach erstmal hier Triple Slash, ich weiß noch nicht genau. Ich mach mal Triple Slash. Okay. Wo ist meine... Meine Axt ist weg. Hä? Ist die schon kaputt? Nee, die ist nicht. Schnell nicht. Oh, nee, warte mal. Warte mal. Ach, wenn man Y drückt, switcht man unten durchs Inventar. Ah, okay. Okay, cool. Man kann drei Inventar rein. Ist schon ein bisschen blöd, dass das hier halt leider amerikanische Tastaturbelegung ist. Ja. Jeder weiß doch, dass wir Deutschland eine kleine Extrawurst brauchen. So. Ich weiß nicht, warum man bei uns QWERTY statt QWERTZ gemacht hat. QWERTZ statt QWERTY gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Also, warum man Y und Z bei uns vertauscht hat, ich werde aber nicht schlau draus. Das ergibt für mich aber keinen Sinn. So, Tobi, wir müssen uns überlegen, wo wollen wir wohnen? Das ist eine gute Frage. Hast du auch noch? Ich habe schon mal so eine Stone Workbench gebaut. Muss ich auch gleich machen. Oh, wir müssen alles doppelt machen. Nice. Aber ich würde die auch gerne irgendwo hinstellen. Da steht auch Equip a Stone Worky Bench. Guck mal, Worky Bench. Das ist schon süß. So, vielleicht hier oben. Hier so, hier gibt's Kühe und Hirsche und Pilze. Guck mal, hier mit ein bisschen Aussicht, oder? Ja. Weiß man denn, wie groß die Map ist? Also ist die Map sehr groß? Du weißt wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es bestimmt irgendwann erfahren. Item Creation, Stone Workbench, Krafte. Ich muss die wahrscheinlich auch hinstellen, ne? Ich stelle sie einfach mal daneben. Ja, ich stelle einfach hier so, zack, die Worky Bench. So. Oh. Boah, geil. Boah, eine Säge. Nee, was? Nee, das ist ein Bogen. Ich dachte, das wäre eine Säge für einen Baum. Okay, Tobi. Warte mal kurz. Tobi! Tobi! Hm? Schau! Hm? Schau mir hinterher! Ich springe jetzt hier in den Abgrund, ja? Aber guck mal genau hin. Du hast einfach keine Animation bei mir. Das sieht so schrecklich aus. Hä? Du bist einfach so eine steife Figur, die einfach fliegt. Okay, mach mal du bitte.
Dann sterbe ich ja. Ich hab, was hast du gecraftet? Ein Gleiter habe ich gecraftet. Ach hier, Gleiter, da, Tatsache. Ja. Bonnie und Kleider. Okay, warte, ich muss ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Wie nutzt man den? Springen und dann Leertaste drücken. Okay. Kannst auch wieder loslassen, solange du Leertaste gedrückt hast, hast du Gleiter, kannst auch wieder loslassen und dann später wieder machen. Nee, bei mir das fliegst du ganz normal mit dem Gleiter. Echt? Bei mir hast du keine Animation, komischerweise. Okay, merkwürdig. Es ist halt echt sehr Zelda, ne? Voll cool. So, muss ich das vielleicht in Optionen einstellen? Oh. Was heißt ein Test? Okay, dann kann ich auch nicht benutzen, schade, aber dann habe ich ja als Überraschung später. So. Cool. So. Nö. Hm? Nö, keine Ahnung, muss ich nicht einstellen, keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass Multiplayer gerade noch Test ist. Ja, das kann schon sein. Alles gut. Solange es so funktioniert, bin ich ja zufrieden. Ja, boah, Alter, kann man jemand das Huhn da bitte... Ja. So. So. Jetzt reicht's. Ich wollte auch grad. Komm her. Ich treffe das scheiß Huhn nicht. Ich hab zwei direkt auf einmal erledigt, glaube ich. Erik, fang! Boah, mit der Axt. Wieso treffe ich das nicht? Nimm den Stock. Ich hab keinen Stock. So. Oh! Ist aber stehen geblieben. Ab. Los, Tobi! Wer ist ein Mono? Oh, Alter, der greift dich an, ne? Hab ich genau gesehen. Okay. Oh, Alter, hä? Hä? Ich hab den voll weggeschmissen. Und ich hab dem kein... Boah, Chicken. Du, Alter, was... Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte mal gucken, was er dabei hat. Okay, der hat irgendwas dabei, aber das fliegt halt ewig weit. Was ist das? Ein Ei. Tobi, ich hab ein paar Eier. Cool. Willst du mal ein Eier sehen? Ja, also angucken, ja. Wenn du jetzt kommst mit, möchtest du sie anfassen, dann Erik, geh bitte. Ich glaube, die sind blau. Ja, ciao. Do a jump dash. Equip a one-handed sword and attack while jumping. Okay. Ich probier mal. Alter. Ja, die sind so süß. Okay, nice. Hast du einen Bogen? Ja. Geiler Typ. Aber ich kann ihn nicht benutzen. Kannst du nicht benutzen? Hast du noch keine Pfeile vielleicht? Ach, ich habe die noch nicht equipped. Wo muss ich die denn equippen? Oh. Gut, das habe ich verdient. Ich komme wieder rum. Oh, es wird Abend. So. Ich hab Essig gefunden. Okay. Learn how dangerous raw meat is by eating it. Okay, ich muss mal ganz kurz eben rohes Fleisch essen, Tobi. Habe ich noch rohes Fleisch dabei? Nö. Tobi, hast du rohes Fleisch? Ja. Hier liegt welches. Komm mal her. Oh, warte. Okay. Einen Hirsch kann ich nicht fangen. Ich eile. Boah, es wird dunkel. Das sieht aber schön aus mit dem Sonnenlicht da hinten. Boah, nice. Boah, wie nice. Sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Mhm. So, warte, ich komm. Klappt's mit dem Bogen? Ja, hier liegt ein totes ein Hirsch oder ein Reh oder keine Ahnung, was das für Vieh war. Ach, irgendein Scheiß, man kennt es ja. Reh, Hirsch, ist alles klar. Was denn? Ein Skelett. Ein Skelett? Vor mir steht ein Skelett. Ich komm. Hä? Ist der gerade weggesprungen? Ja. Treff ihn den nicht. Bam! Der ist tot. Nice, Erich. Cool. Potato Seed. Ich hab Kartoffelsamen. Tobi, wir können farmen. Was? Der hat mich mal angegriffen hier. Was war das denn? Oh, Level 3. Guck mal, hier liegt das Fleisch, bevor das decayt.
Oh ja, 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 dankeschön, dankeschön. Leder und Animal Flash. Okay, geil. Das esse ich mal kurz. Hilfe! Ach, doch ein Reh! Hab ich gerade Schaden genommen? Tatsächlich. Diese Rehe schon wieder, ne? Es geht schon wieder los. Da kommt der nächste. Boah, Rehe sind echt gewalttätig, Tobi, du hast immer recht. Ich hab's dir immer gesagt. So, das nächste Skelett. Potato Seed. Oh, noch ein Potato Seed, Tobi. Wir werden richtig geile Kartoffelbauern. Knockout an Animal. Okay, wie mache ich denn das? Schon brutal, das Spiel. Ja. Boah, auf einer Kuh reiten und sie verprügeln gleichzeitig. Das ist mein Lebensinhalt. So. Okay, da gehe ich mal besser weg. Ich will nicht festbacken. Und man kann einen Market bauen, wo man seinen unnützen Stuff verkaufen kann. Das ist ja cool. Cool. Oh, nee, ist ein Hirsch. Okay. Ich muss es tun, ich will es nicht. Okay, mit einer Nahkampfwaffe tut sich aber ganz schön leid. Kämpfen gegen die Hühner. Also kämpfen gegen ja, Hühner. Ja, ja, ja. Kapi. So, warte. Schatzruhe. Nice. Oh. Oh, man kann sich an Wänden festhalten? Krass. Was ist da hinten? Eine Truhe. Black-tailed Gull, okay. Ein Bogen und Red Herb, okay. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Crit Damage! Nice, Tobi. Okay, wir brauchen auf jeden Fall bessere Ausrüstung. Copper-Ausrüstung. Create a Campfire. Hast du schon Campfire gemacht? Ja, hier liegt doch schon Essen für uns. Ach krass. Hui, was ist denn los? Hey. Warte. Oh my dear. Oh, Autosaving, nice. Hey, da hinten fliegt er wieder. Ja, ich wollte jetzt zur Truhe. Ich habe auch gerade eine gefunden. Ich habe irgendwas mit Herbs gefunden. Wasser und Copper-Eggs, nice. Sausage with Herbs. 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 Ich sammle schon mal Copper-Ohr, das brauchen wir bestimmt schon mal, ne? Später mal. Ja, habe ich auch schon ein bisschen. So. Wir sind ja noch ganz am Anfang, wir wissen ja gar nichts. Wobei ich es bis jetzt eigentlich ganz lustig finde. Also für die erste Folge schaffen wir heute echt schon viel, ne? Ja, wenn man das vergleicht mit sonst. Sehr schnelle Erfolgserlebnisse. So. Lagerfeuer craften. So, hier. Plump, plump, plump. Mein Inventar ist zugemüllt. Alles wie immer. Nice, Erik. So. Ja, deins doch auch, oder? Ja, ja. So. Und Campfire. Oh, geil. Chicken Fried. Ich mache jetzt erstmal. Ich habe uns ein paar Eier in die Pfanne gehauen. Du hast Fleisch gemacht, ich habe Eier in die Pfanne gehauen. Geil, Tobi. Was für ein schöner Abend. So gut haben wir noch nie gespeist in der ersten Folge. Ich habe mir mal ein bisschen Fleisch von dir genommen, ne? Ja, klar. Ich habe noch mehr. Direkt drauf da. Geil. Zack. Geil. Ich glaube, ich habe auch noch mehr. Mixed Enchantments. Ich habe Enchanted. Wo ist denn das Fleisch, was ich gerade genommen habe? Equipment. Okay. Nee, Bild. Half Dead's Copper Eggs. Ach hier, 6, da ist das. Oh, lecker. Ich frage mich gerade, ob wir gleichzeitig immer leveln, also ob wir einen XP-Baum haben oder ob wir getrennt voneinander leveln. Du bist Level 4, was bin ich denn? Ich bin auch Level 4, okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich muss, hast du schon gelevelt? Nee, ich habe noch gar keinen Levelpunkt ausgegeben, ehrlich gesagt. Das mache ich auch gerade. Meditation? Okay, detect, open, become invulnerable for a brief moment when I crouch down. Akrobatik. As you jump. Wenn man springt, wird man kann man nicht mal besiegt werden? Rabbit Jump, oh.
Ich glaube, das mache ich mal. Okay. 2 Skillpoints ausgegeben für sinnlose Sachen. So, muss ich Fleisch. Muss ich das noch equippen irgendwie? Ach ja, muss man hier auch equippen, okay. So, ich mache auch nochmal Fleisch. Ein bisschen WoW-mäßig, ne? Mit diesen Leisten unten, mit den Hotkeys und so. Ja. Huch. Drück mal auf M. Ja, eine Map, ne? Voll süß, so handgemalt irgendwie. Ja. Ich bin gespannt, wie groß die Karte sein wird und so. Wir sind ja immer noch im Anfangsgebiet, aber... ne? Mal gucken. Ist ja eine ganze Welt. Ich frage mich halt, ob die größer wird, ob die so Minecraft-mäßig wird oder wie das ist. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Aber was ich top finde, das Inventar ist vorsortiert. Material und so, ne? Ja. Ja, das finde ich echt nice. Für wahr, Tobias, für wahr. So. Tobias? So, repair the broken item by holding its hotkey. Ich repariere gerade meinen Stock für 4 Gold. Dein Gehstock? Ja, repair completed, okay. Learn how dangerous campfires are by setting yourself on fire. Was? Toya! Du hast mich angezündet! Toya! Du musst ins Wasser! Oh, Olympia! Gleich brennt das Ding oben. Oh, was? Okay, Tobi. Mhm. Komm mal her. Komm mal. Ne? Also ich jetzt, ne? Pass auf, jetzt. Hilfe! Tobi! Kannst du mir helfen? Tobi! Das hast du ja schön gemacht. Hilfe! Aua! Ah, mein Arsch! Aua, ich bin hingefallen. Ach, du musst das Ding hier... okay. Wow! Okay, das muss ich besser erwischen. Cool. Autosave hin, cool. Ich hänge auf dem Baum. Die hält sich halt echt fest am Baum. Das ist voll geil, ne? Ja. Das ist ja nice. Wie lange brennen die Lagerfeuer für immer? Weil dann kann man sich doch an verschiedenen Punkten so Lagerfeuerdinger machen, wo man dann einfach drüber segelt und dann fliegt man immer höher. Wie so eine Straße halt irgendwie, ne? Ja, genau. Dann kannst du aber den Berg hoch segeln. Voll geil. Das ist schon geil. Oh, machst du gerade Muscheln? Ja, so habe ich unten am Strand gefunden, keine Ahnung. Okay. Kann man ja mal machen. Ja, klar. Okay, ich mach das mal hier. Ich weiß, wir brauchen es noch nicht, aber... Greif mir mal an die Muschel, Erik, hm? How about no? Erik, greif mir mal an meine Muschel, hm? So, warte, das hier... Sag mal, das hier muss ich ja nicht da drin haben, ne? Das bleibt ja equipped, genau. Okay, weg damit. Tobi. Hast du auch eingebaut? Nee, hab ich nicht. Nee, was ist das? Ein Altar of Civilization. Oh, der wächst ganz langsam. Wie, guck mal, wie der wächst, Kobi. Guck mal genau hin, wie der wächst. Na? Oh, Erik, na? Na? Erik. Wenn ich das Gretchen so sehe, du? Oh, yeah. Erik. Immer wenn ich hier tief in deine Seniorenaugen blicke. Guck mal, wie der wächst, Tobi. Riech mal. So, Tobi, was genau, was? Guck. So, da ist er fertig, der Altar der Zivilisation. Richtig schön hier, in unserer geilen Behausung. Ich würde gerne ein Haus bauen. Okay, was hat die Kuh gemacht? Was hat die Kuh gemacht? Das Ding vibriert bei mir voll. Bei mir auch, hoch. Oh. Was ist das? Hilfe. Alter, voll die Disse. Hilfe, nein. Was denn jetzt? Warum? Ich hab nichts gemacht. Du hast deinen Gott, du hast den Donnergott heraufgeschworen. Ich glaube auch. Das war die Kuh. Aber das hört jetzt nicht mehr auf, ne? Das wird jetzt immer so bleiben. Ja, gut, ich, okay. So. Junge. Was bastelst du da? Pfeile? Ja. Okay, ja. Warte. Dann. Hier. So, ein Markt. Oh.
Und da können wir jetzt Sachen kaufen und verkaufen. Items put in the chest will be shipped and exchanged for cash. Oh, nice. Ich glaube, man kann nur verkaufen, oder? Sieht so aus. Okay. Aber immerhin, wir können Sachen herstellen. Momentan noch nicht so interessant. Das mit dem Altar finde ich bedenklich, ehrlich gesagt. Vielleicht sollten wir hier noch nicht bauen, Erik. Ich glaube auch. Der Ort ist verflucht. So. Schwierig, ganz schwierig. So, was haben wir denn hier? Ein Holz. Kochöl. Ach, da wird es noch richtig Rezepte geben, wa? Ja. Sieht so aus, weil wir haben Kochöl, wir haben Essig und sowas. Ich glaube, wir werden später noch richtig kochen müssen. So, wir sollen das 100... Essig, das nicht. Okay, wir sollen 100 Gold machen. Was ist das denn hier? Das ist Raw Meat. Okay, warte mal, wenn ich das jetzt hier reinhaue eben. Kann ich gar nicht. Okay, interessant. Das wird 200 geben. Okay, ja, cool. Ich verkaufe mal ganz kurz Stroh. Dauert eh noch 5 Minuten. Oh. Und ich muss selber einen bauen, aber der hat die gleiche Zeit wie deine. Tobi. Ja? Guten Tag. Alter. Mein Markt. Tschüss. Mein schöner Markt. Oh, Alter. Oh, ich bin fast tot. Tschüss. Mein schöner Markt. Riechst du so? Alter, wenn ich gerade gekickt hab. Bitte. Haut er wieder ab? Der ist einfach den ganzen Weg. Tobi, reiz ihn doch nicht. Den hole ich mir. Okay, 5 kann ich was. Bringt das was? Okay, er bringt ein bisschen was. Kann man sich hinsetzen oder irgendwie wieder healen? Crit Damage, du Bastard. Crit. Alter, die Pfeile bei ihm im Kopf, ne? Ich hab Schafscheiße gesammelt, Tobi. Während du episch kämpfst, sammel ich Scheiße. Alter! Was hat denn der gemacht? Bären greifen die... Hä? Ich hab den getötet, wieso ist der noch da? Okay, da haut er wieder ab. Aber ja, das ist doch kein Bärenverhalten, was er gemacht hat. Bären springen doch nicht 10 Meter hoch. Weißt du doch nicht. Hast du schon mal ein Bärenwildnis gesehen, oder was? Ja, gut. Das sind ja natürlich andere Länder hier, ne? Weiß man nicht so genau. So, was mit meinem Markt? Wer baut den jetzt wieder hin? Ach, der funktioniert noch. Das ist die Hauptsache. Wie der das Ding einfach weggeknallt hat. Ich hoffe, das können wir später alles hier abreißen, weil wir uns dafür schämen werden, wie es hier aussieht. So, wie kann ich denn was salen hier, wenn ich hier was... Einfach rüberziehen. Ach, das wird dann gleich in 2 Minuten verkauft, oder was? Ja. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Alter, hast du mir Scheiße... Ich hab dir das Feuer geschissen. Was ist das jetzt geworden? Alter. Fried Feces, Alter. kann aber als Fuel oder Building Materials verwendet werden. Also wenn du ein Haus bauen willst... Alter, man kann mit Scheiße hier... Immer schön Nugget zwischen die Ziegel. Oh, ist das alles furchtbar. So, was ist das denn hier? Sand, Holz. Kann ich auch die Hälfte an Holz nehmen? Nee, ne? Oder? So, nee. Okay, man kann ein Holz nehmen und die Hälfte an Holz. Okay, es gibt halt wirklich Flugzeuge, Motorräder, Helikopter und Autos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich warte noch auf den Markt, dass wir da 100 machen und dann würde ich advancen in time, ne? Ich glaube dann... Kannst du mal bitte dein Altar der Lust hier entfernen? Nein, Tobi, der bleibt genau so. So. Er wird uns immer daran erinnern, wie wir uns vermehren wollen. Ach, da kann man Sachen kaufen. Beim Altar? Ja. Was kann man denn da kaufen? Ein Silver One-Handed Sword, 4300. Oh, okay. Alter, eine fette Rüstung für 6000. Okay. Oder ein Goldbogen.
Oh, es gibt verschiedene Zeitimperien. Ja, genau, ne? genau. Momentan sind wir, glaube ich, in der Steinzeit, wenn ich das richtig sehe. Und dann, je öfter wir den an... Tobi? Wir sind beim Agriculture Age. Tobi, kommst du mal bitte zu mir? Also erstens, der Bär ist da unten. Aber zweitens ist was... Oh nein. Ich dachte, der Bär hat mich gesehen. Guck mal bitte da runter. Oh, was ist das denn? Ich würde noch nicht hingehen, weil der Bär... Nein, Tobi, der Bär ist da unten! Hä, den hab ich doch getötet. Ja, mhm. Hä, warum lebt denn der schon wieder? In your dreams. Oh, hey, hast du auch gelevelt? Oh, Level up. Nice. Ja, vorhin schon, als cool. Ich den Bär getötet hab. Ach so ist das. Ich hab den halt eigentlich getötet. Oh, ein Fuchs. Hat der Fuchs die Gans... Was ist mit dem Viech? Hat der Fuchs die Gans... Alter! Hat der Fuchs die Gans gestohlen? Kann das sein, dass der Fuchs die Gans gestohlen hat und ihn nicht wieder hergibt? Das weiß ich nicht. Wäre ein ziemlicher Asi-Move, ne? Ja. Alter, was es ja alles gibt. Im Agriculture Age sind wir gerade. Oh, ein brennendes... Oh nein, ich hab den Markt geschrottet, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ich hab ein brennendes Reh gesehen. Oder Fuchs, das weiß nicht mehr, aber... Du, das brennende Reh ist aber auch richtig dran. Ja, okay. Wenn man eine ganze Reihe aus Lagerfeuern macht, würden alle Tiere brennen. Die da durchgehen, meine ich. Und hier ist ein Huhn gerade. Ja. Ach so. Alles klar, Tobi, alles klar. Hühnerschreck. Oh, wie bei Fable. Ja, genau daher. Mein Gott, du blödes Huhn, jetzt stirb halt. So, wie lange dauert das jetzt noch? Prima. Okay, wie sieht's aus, Market? 3:11. Boah! Was denn? Bist du mal gesprungen und hast dann zugeschlagen? Ja klar, das war eine Quest. Boah! Ach du Scheiße. Alter, das Schaf jetzt. Rip. Crunchy, oh Gott, was es nicht alles geben. Oh Gottes Willen. Hey, ich wurde vom Schaf angegriffen. Was denn jetzt? Ich habe es getan, Tobi. Ab jetzt wird alles anders. Und zwar in der nächsten Folge, Tobias. In der nächsten Folge. Ja, Mann. Schafe töten. Tobi, in der nächsten Folge. Entschuldigung. Der Eskalator wieder. Ach, schön. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge vermehren wir uns dann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Folge Craftopia. Wir haben echt viel gemacht, möchte ich mal festhalten. Und da oben, Tobi, hast du die fliegende Insel da oben gesehen eigentlich? Ja, hab ich vorhin schon, aber wie kommt man da hoch? Wir werden es erfahren, wahrscheinlich mit dem Flugzeug oder sonst irgendwas. Alles, was wir hier noch bauen werden. Ich bin gespannt, was hier noch passieren wird. Gut, ich möchte mal in der nächsten Folge dann auch ein Auto haben, ne? Sonst ist das echt enttäuschend, muss ich sagen. Ja, leider ja. Ne? Also schade eigentlich, aber na, mal gucken, was wir hinkriegen. Tobi, du bist echt hässlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und... Tschüss.